Eine neue Folge von Timo und Nando. Ich bin Timo und ja, ich habe mal wieder ein Solo-Projekt für euch. Ich habe, und darüber haben Nando und ich ja in dem vergangenen Video schon gesprochen, im Jahre 2022 einen Umzug hingelegt. Ich habe mein Lego-Hobby sozusagen aus meiner eigenen Wohnung in eine eigene Immobilie verlegt. Und von diesem Projekt würde ich euch ganz gern berichten. Und bevor es losgeht, ein, zwei kleine Disclaimer. Zum einen, ich habe über den Verlauf von ja, knapp 6 Monaten immer mal wieder Videos aufgenommen, genau mit der Intention, hier für euch ein komprimiertes Video zur Verfügung zu stellen und einfach von meinem Umzug und von den verschiedenen Etappen sozusagen zu berichten. Und ja, wie das so ist, wenn man etwas über einen längeren Zeitraum tut, es kann passieren, dass ich an einigen Stellen im Video häufig mal Dinge mehrfach erwähne. Das hat einfach damit zu tun, dass ich, wie gesagt, immer mal wieder und teilweise mit einigen Monaten Abstand aufgezeichnet habe und mich dann jeweils nicht mehr genau daran erinnern konnte, was ich erzählt habe. Also seht es mir bitte nach, wenn einige Dinge ein bisschen repetitiv rüberkommen. Das ist der eine Disclaimer. Und der zweite, ich habe so viel Material zusammenbekommen, dass es vermutlich auf einen Zweiteiler hier hinauslaufen wird. Dies ist also sozusagen der erste Teil. Und ja, starten würde ich ganz gerne damit, euch von der Ausgangssituation zu erzählen. Und dazu blende ich jetzt hier einfach mal Aufnahmen ein aus meiner Wohnung. Das hier ist also der Nebenraum. Ich nehme ja hier jeweils aus meinem Homeoffice und Bauzimmer sozusagen auf. Und ich habe nebenan ein weiteres Zimmer gehabt, was ich für meine Lego-Sammlung und meine Stadt herverwendet habe. Und das, was ihr hier jetzt sehen könnt, das sind Bilder von meiner OVP-Sammlung. Ja, die Harry Potter-Sachen da unten auf dem Boden, unschwer zu erkennen. Ihr bekommt einen Eindruck von der Dimension, die das Ganze hat, und das Zimmer quoll mehr als über. Hier seht ihr meine Baseplate-Sammlung und ja, jetzt schwenkt die Kamera einmal über die Stadt, die ihr nie gesehen habt. Das also meine Modular-Stadt. Ja, ich fliege jetzt hier jeweils nur teilweise drüber. Mir ging es hier an dieser Stelle darum, erstmal zu dokumentieren, wie die Ausgangssituation gewesen ist. Genau, im Hintergrund könnt ihr mein Wohnzimmer erkennen. Und ja, der Vegetation mit dem Blick aus dem Fenster nach, dem könnt ihr entnehmen, das hat im Sommer vergangenen Jahres, also 2022, ist das Ganze aufgenommen worden. Mit diesen Impressionen von der Ausgangslage starten wir jetzt einfach mal ins Video. Von jetzt an kommen also verschiedene Etappen hintereinander weggeschnitten und ich erkläre sozusagen, wie der Umzug vonstatten gegangen ist und die einzelnen Baufortschritte. Ich hoffe, das ist für euch ein bisschen interessant. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei und genau, genießt die Bilder. So, Jungens, ich nehme euch mal mit auf eine meiner Fuhren. Ihr sehen könnt, der Kofferraum ist voll und die Tür zu meinem neuen Reich habe ich bereits aufgeschlossen. Man kommt dann hier rein und hier wird dann zukünftig meine Lego-Stadt stehen. Auf dieser Seite werden die Billigregale noch ergänzt um weitere Regale, die bei mir bereits im Wohnzimmer standen. Also das wird ungefähr so bis hier mit Regalen noch voll stehen, also genug Stellfläche. Ja, meine Plattensammlung, eine Lego-Plattensammlung habe ich hier auch bereits untergebracht. Ein Großteil davon werde ich tatsächlich noch verbauen, wenn es jetzt hier an die Stadt geht. Ja, hier habe ich mir von IKEA so Trennwände besorgt, die zum einen einen gewissen Sichtschutz bieten sollen von außen. Und zum anderen wird mir das aber in Zukunft auch noch dabei helfen,
das Ganze hier so ein bisschen, ja, räumlich ein bisschen zu trennen. Meine Überlegung hier vorne ist, entweder ja einen kleinen Bautisch oder eine Bauecke irgendwie noch zu errichten. Alternativ dazu könnte ich mir auch hier vorne irgendwie eine Sitzecke vorstellen oder so, wo man mal mit ein paar Hobbyisten abhängen kann. Ja, hier, wie gesagt, im Moment noch alles sehr rudimentär. Hier steht einer der IKEA-Tische, die ich für meine Stadt bisher verwendet habe. Das sind die Linmon-Tische mit einer Kantenlänge von 1,50 m x 75 cm. Also drei Baseplates mal sechs Baseplates passen da ungefähr drauf, also mit einem ganz kleinen Überhang. Und davon werden hier insgesamt 8 Tische nebeneinander stehen. Und im Moment meine Vorstellung ist, dass hier sozusagen dahinter, da wo jetzt der Platz zwischen der Tischkante und der Wand ist, das sind ungefähr nochmal etwas mehr als 1 Meter, dass hier dann nochmal einige Platten aufgebockt sind und dann mit der Wand abschließen. Und dann hätte ich hier eine ordentliche Fläche. Ja, dann geht es weiter. Ich habe hier in den letzten Tagen ja bereits Bilder geschickt. Das hier ist das Lager. Hier habe ich im Augenblick 3 Schwerlastregale eingebaut. Schwerlast in Anführungszeichen. Genau, das sind diese Kellerregale, die man bei Amazon ohne Probleme bestellen kann und die sich auch relativ einfach zusammenbauen lassen. Und hier habe ich jetzt bereits einen Großteil meiner OVP-Sammlung bereits untergebracht. Zumindest die kleinen Sets sind fast vollständig hier, denn das, was jetzt noch fehlt, habe ich im Auto. Beziehungsweise oben sind noch die Kartons sind alle noch bis zum Rand voll. Die habe ich noch nicht ausgepackt, denn ich habe mir jetzt noch weitere Regale bestellt, die dann hier auf dieser Seite stehen werden. Und ich denke sogar darüber nach, weil Staufläche, man kann immer Staufläche benutzen, hier noch ein weiteres Regal einzuziehen, vielleicht sogar hier vorne. Das muss ich aber sehen, also eins nach dem anderen. Genau, und dann hätten wir hier mit sozusagen das Lager dann schon nahezu fertig, nahezu abgeschlossen. Vielleicht kommt hier noch irgendwie ein Teppich rein oder so, mal sehen, also so ein Läufer maximal. Ja, und dann geht es hier seitlich rein in die Küche oder in den Nassbereich sozusagen. Hier sind Küchenanschlüsse und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber naja, eigentlich habe ich es schon entschieden. Ich werde hier keine Küchenzeile einbringen, sondern hier wird maximal ein Tisch stehen, vielleicht mit einer Kaffeemaschine und eventuell ein kleiner Kühlschrank. Das muss ich mir dann eben nach und nach noch besorgen. Hier sind 2 WC-Einheiten. Alles voll funktionsfähig und ja, also hier wird nicht besonders viel stattfinden. Ja, das, wie gesagt, ist jetzt hier erstmal nur für kalte Getränke und mal irgendwie eine Kaffeemaschine oder sowas. Ja, soweit der Stand hier. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und ich melde mich, sobald es wieder Neuigkeiten gibt hier aus meiner kleinen Hobbyhöhle. So, kurzes Update von mir. Ich war noch ein bisschen fleißig hier in meiner Halle. Kurze Zusammenfassung, was in den letzten Tagen passiert ist. Zum einen gibt es jetzt ein schönes großes Rollo, welches die alten Rollos, die da hingen, ersetzt haben. Das sieht jetzt richtig schick aus und richtig gut aus. Dann habe ich es geschafft, meinen alten Bürostuhl rüberzubringen. Damit ist ihm auch eine kleine Renaissance gewährt. Er darf also noch ein bisschen in meinem Besitz bleiben, sonst hätte er an der Straße gestanden. Dann habe ich hier meine Sichtschutzwände, die ich mir von IKEA besorgt habe, einfach um hier etwas Privatsphäre in den Raum zu bringen. Das wird auch mittelfristig aber auch dazu dienen, hier mir die Raumaufteilung etwas nach meinem Geschmack sozusagen anzupassen. Ja, auf dieser Seite ist nicht viel mehr passiert. Hier stehen weiterhin noch 2 einsame Billigregale. Der Transport der übrigen soll morgen erfolgen. Mal gucken, ob das klappt. Ansonsten ist es hier auf dieser Seite schön weitergegangen. Ich habe mir
über eBay Kleinanzeigen zwei zusätzliche Tische besorgt, so dass man jetzt auch so langsam, ich gehe mal ein bisschen zurück, so langsam ein Gefühl dafür bekommt, wie das hier mittelfristig aussehen wird. Da wird jetzt also noch ein dritter daneben kommen und dann insgesamt 9 Tische davor. Das stimmt überhaupt nicht. Davor kommen nochmal 6 Tische. Und dann umreißt das so ungefähr den Grundriss meiner Stadt. Ja, unter den Tischen kann man sämtliche Lego-Kisten sehen, die ich noch bei mir in der Wohnung verborgen hatte. Dazu eine gigantische Kiste mit Schienenmaterial, darüber eine kleinere Sammlerkiste mit Polybags bis zum Rand gefüllt. Dann habe ich hier mein Kindheitslego auch aus den Ecken herausgekramt. Da freue ich mich sehr drauf, das wieder aufzubereiten und zu waschen und mal wieder aufzubauen. Ja, und sonstige Sachen. Hier zum Beispiel ein eBay-Konvolut mit Lego Adventurers-Sachen. Auch da hatte ich mir vorgenommen, das ein oder andere zu bauen. Ja, dann hier ein großer Stapel mit immer noch vollgefüllten Kartons mit OVP-Verpackungen. Ich habe mir außerdem hier mein Apple-Speaker sozusagen reingeholt, um hier ein bisschen Unterhaltung zu haben. Und ja, da, wo ich jetzt im Wesentlichen dran gearbeitet habe in den letzten 2 Wochen, das war eigentlich hier das Lager. Hier sind jetzt also, ich mache mal hier einen meiner Lüfter aus, kann man mich ein bisschen besser verstehen. Das sind jetzt hier also so Schwerlastregale, die ich mir bei Amazon besorgt habe. Die sind schon ganz gut gefüllt, da ist noch viel Platz, aber soweit sind die jetzt erstmal hier aufgebaut. Dann habe ich meine ganzen Modulars und die größeren Kisten, die ich noch OVP habe, hier vorgestellt. Da oben ist auch leider noch alles voll. Das muss ich auch noch öffnen und aussortieren. Ja, und dann auch auf dieser Seite habe ich mir 2 weitere Regale von Amazon bestellt. Auch da ist schon einigermaßen reingeräumt worden. Und ja, und ich habe mir eine Leiter besorgt. Jede Lego-Sammlung sollte eine Leiter bedürfen. Das ja, habe ich mir nicht nehmen lassen, hier für mein Lager eine kleine Leiter zu haben. Ja, hier stehen meine Lüfter, im Augenblick 2 Stück, und die sollen hier so ein bisschen die Luft in Schach halten, in Schuss halten. Genau, schalte ich den auch mal wieder ein hier, damit der weiter püstern kann. Ja, und dann hier so ein bisschen die Schmuddelecke im Moment noch. Hier soll in Kürze ein Tisch hin. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich das sogar morgen, wenn ich einen Transporter habe, den Tisch hier reinzustellen. Dann steht hier bereits das Lego-Regal und nochmal eine große Sammlerkiste mit original verpackten Sets. Ja, soweit hier aus der Halle. Ja, Zwischenstand aus meiner Wohnung. Inzwischen kann man hier auf der rechten Seite sehen, die Billigregale sind abgebaut. So sind auch alle Sets, die da enthalten waren. Außerdem ist hier der kleine Schreibtisch verschwunden und besonders phänomenal die Boxen, die hier unter den Tischen verstaut waren, sind alle bereits abtransportiert. So, dass jetzt als letzter Schritt sozusagen der Teil, der mir wahrscheinlich am schwersten fallen wird, passiert, nämlich die Demontage meiner Stadt. Ja, ich habe mich dazu entschlossen. Ich werde das auch durchziehen, denn es ist ja zum Glück nur ein vorübergehender Untergang meines Pompejis. Es wird danach wieder auferstehen. Noch schöner und vor allem noch größer als zuvor. Aber ja, dazu gehört jetzt einmal der schmerzhafte Schritt, hier alles Tisch für Tisch abzubauen und abzutransportieren. Logistisch habe ich mir das so überlegt. Ich habe mir hier von IKEA diese großen und besonders tiefen Sammlerboxen besorgt. Und
Ja, ich werde dort die Häuser sozusagen einzeln drin verstauen und dann abtransportieren. Das wird dann in etwa so aussehen wie hier, dass die Häuser dann, wie gesagt, da drin stehen. Und was mir vor allem wichtig war, deshalb diese geschlossenen Boxen, dass falls doch mal bei dem Transport Teile abbrechen sollten, das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass sie dann zumindest in der Kiste bleiben, sodass ich das dann auch jeweils wieder aufbauen kann. Genau, ja, das steht jetzt an. Also wie gesagt, Tisch für Tisch wird dann abgeräumt und in den Kisten verstaut und anschließend dann rüber in die Halle gefahren, wo ich dann zumindest mir vorgenommen habe, dass das Ganze sehr kurzfristig dann auch wieder aufgebaut wird. Es tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich das hier sehe, auch in diesem schönen Raum. Ja, und dass das Ganze dann aus meiner Wohnung heraus verschwindet. Aber die Gründe dafür sind gut und deshalb wird sich das Ganze in jeder Hinsicht lohnen, diesen Umzug jetzt tatsächlich zu machen. Ja, also kahle Wand links und das hier sind vermutlich die letzten Bilder von meiner Stadt in meiner Wohnung. Sodale, ein neues Update. Ja, hier ist es weitergegangen. Letztes Mal habe ich bereits die Jalousie gezeigt. Inzwischen ist mein Sessel hier mit eingezogen. Der Schreibtisch und mein Schreibtischstuhl sind hier. Und ja, endlich gibt es auch auf dieser Seite einen Fortschritt zu vermelden. Gestern Abend haben wir die Billigregale aus meiner Wohnung hier rüber transportiert und an die Wand gepackt. Soweit alles okay. Mich ärgert allerdings, wenn man ganz genau hinschaut, und zwar kann man es hier zwischen den beiden sehen. Das sind die ganz neuen, das sind die gebrauchten. Wie man sehen kann, haben die sich leicht nachgefärbt. Das ist jetzt nicht so dramatisch und das wird sich mit der Zeit wahrscheinlich auch geben, aber ja, im Moment ist das noch etwas, was ich noch sehen kann, was mich anspringt. Ja, ansonsten, was hat sich noch getan? Ich habe soeben ein weiteres Regal aufgebaut und hier ins Lager gestellt. Das steht jetzt da hinten vor Kopf und genau, macht sich da eigentlich auch ganz gut. Ich hatte zunächst überlegt, ob ich es hier vorne hinstelle, aber mir wird das dann hier zu eng und ich glaube, ich möchte den Raum hier nicht komplett vollballern mit Regalen. Also das ist sozusagen zumindest soweit der Plan im Moment. Das letzte Regal, was hier ins Lager Einzug gehalten hat und genau, passt optisch wunderbar perfekt zu den anderen, die ich bereits habe und von den Ausmaßen her passt das auch sehr gut in die Ecke. Genau, ja, das soweit hier das Update. Ich mache jetzt für heute Feierabend und schaue noch mal, wann es mit den Tischen hier losgeht. Das ist nämlich jetzt der nächste Arbeitsschritt, hier die Tische einziehen zu lassen. Ja, ein weiteres Update hier aus meiner Halle. Ich bin ein ganzes Stück weitergekommen. So zum Beispiel habe ich alleine heute Abend diese, wie viele sind es? 10 Umzugskartons leergeräumt und einsortiert. Außerdem noch einen ganzen Stapel von Versandkartons. Außerdem, ja, jetzt hier meine komplette Aufbaute hier mit all meinen Häusern und meiner Stadt, hier auf dem großen Tabletop. Ich habe jetzt hier sämtliche Tische endlich zusammen. Und genau,
Jetzt kann es ans Entstauben gehen und an den Wiederaufbau meiner Stadt. Hier sind, wie gesagt, alle Straßenteile und Fahrzeuge, Bäume und die Grünflächen, die habe ich hier in diesen großen Sammlerkisten, die ich übrigens sehr zu schätzen gelernt habe, untergebracht. Also wirklich das Sortierkistensystem von IKEA, das da hätte ich mal früher drauf kommen sollen. Da hätte ich mir sehr viel mehr und sehr viel größere Mengen von, ja, also mehr Kisten und also größere Kisten und mehr davon hätte ich mir besorgen sollen. So. Ja, außerdem habe ich hier schon eine ganze Kiste mit Einzelteilen. Das sind vor allem Fliesen und Pflanzenelemente zur Seite gelegt. Darauf freue ich mich auch schon, die einzusetzen, denn die werden im Wesentlichen meine Straßen und die Grünflächen bedienen. Ja, ansonsten, auf dieser Seite hat sich auch schon jede Menge getan. Ich habe eine ganze Menge von den kleineren Kartons hier in die Billigregale eingeräumt. Das sieht jetzt von Weitem betrachtet gar nicht so viel aus. Jetzt habe ich aber hier stundenlang geräumt. Das ist ganz interessant immer. Ja, in der Tat, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mich für die kurzen Billigregale entschieden habe. An ganz vielen Stellen habe ich mir ein paar Zentimeter mehr Regalfläche in der Breite gewünscht. Aber gut, oder in der Tiefe vielmehr, also so von der Wand weg. Aber das ist jetzt so, wie es ist. Und so passt es auch. Ich muss dann halt, wie gesagt, nur ein bisschen anders stapeln. Ja, hier sind meine Bricklink-Kartons. Außerdem auch das wunderschöne Schweizer Krokodilmodell, was ich als einziges Modell im Moment richtig ausstelle. Und ja, ich finde eigentlich, dass das ganz hübsch aussieht. Vielleicht werde ich in die anderen Regalfächer auch einzelne Modelle immer mal wieder aufbauen. Mal sehen. Ja, ansonsten habe ich hier den Store-Display dieses City-Sets aufgestellt und ein bisschen schräg an die Wand gepackt. Das hält stabil. Ich hoffe, dass es jetzt auch die Nacht überlebt. Wobei, so schlimm wäre es jetzt nicht. Es ist jetzt kein großer Verlust, aber ja, das ist im Moment der beste Ort, an dem ich mir das vorstellen kann. Ja, hier nochmal der Blick auf die Tische. Das sind jetzt insgesamt 10 Tische an der Zahl. Nee, Moment, das stimmt gar nicht. 6, 9 Tische sind es an der Zahl. Und ja, die Fläche hier, die meine Stadt einnehmen wird, die ist wirklich beeindruckend groß. Ich versuche es mal in die Totale zu bekommen. Also das ist mehr als genug Platz, glaube ich. Ja, dann geht es hier weiter. Hier haben die ganzen Umzugskartons zuletzt gestanden. Die habe ich, wie gesagt, zum größten Teil ausgepackt und einsortiert. Einige wenige Kartons sind noch übrig geblieben. Dann hier unten habe ich den Stapel mit den Modulars verkleinern können. Die sind jetzt hier oben hingewandert. Und ja, auch das gibt ein ziemlich beeindruckendes Bild hier. Dann wird es in den nächsten Tagen mit dem Bereich da weitergehen. Und außerdem habe ich mir überlegt, dass ich hier die Regalflächen mit den kleinen Sets, das werde ich wieder leer räumen und vorne in die Billigregale verschieben. Ich möchte hier hinten tatsächlich nur die großen Sets haben. Ich glaube, das ist ein bisschen geschickter. Jo, soweit das Update für heute. So, ein weiteres Update von meiner Seite. Was ist passiert? Ja, ich habe hier begonnen, die Straßenplatten auszupacken und ja, bin dabei darauf gekommen, dass es doch eine ganze Menge Teile gibt, die sich in den letzten Jahren leider verfärbt haben. Also hier an diesen grauen Teilen kann man das gut sehen. Links die Verfärbung, rechts, wie es aussehen sollte. Und genau, die habe ich jetzt mal versucht, bei einer ersten Sichtung
hier voneinander zu trennen. Da muss ich mir mal überlegen, wie ich die sauber bekomme. Ja, ansonsten habe ich auch angefangen, hier mit den Schminkpinseln die Gebäude mal von ihrem Staub zu befreien. Das wird eine langwierige Aufgabe. Wie man hier sieht, da ist noch einiges, was ich zu entstauben habe. Außerdem, apropos Entstauben, habe ich mein Ultraschallgerät hier heute das erste Mal ausprobiert. Die Größe ist tatsächlich ganz komfortabel, denn man hat hier exakt so viel Platz, wie es braucht, um eine Baseplate unterzubringen. So kann ich also mehrere Baseplates auf einmal da reinlegen und das tue ich auch. Und mit den Reinigungsergebnissen bin ich tatsächlich sehr, sehr zufrieden. Also es ist sehr geringer Aufwand dafür, dass dann der Staub und das Körperfett und was immer irgendwie an den Plastiksteinen kleben bleibt, wird tatsächlich ganz gut gelöst. Ja, und dann die weitere Neuerung. Ich glaube, das hier hat sich jetzt nur im Detail verändert. Auf dieser Seite habe ich ein paar weitere Sets eingeräumt. Aber eine weitere bemerkenswerte Neuerung, die befindet sich hier vorne. Ich habe nämlich eine Kamera angebracht und dazu einen Solarpanel. Ja, und genau in dem Moment hat es einen Alarm ausgelöst. So soll das auch sein. Das reagiert nämlich auf Bewegung. Und genau, das habe ich hier einfach an die Stellwände herangeschraubt. Hält hervorragend und ist komplett ausreichend und ja, filmt im Prinzip den Vorbereich der Halle vor und warnt mich vor ungebetenen Gästen. Ja, das soweit das Update für heute Abend. Ein weiteres Update. Ich gehe jetzt mal heute auf ein paar Dinge ein, die jetzt vielleicht in den letzten Tagen nicht so präsent waren hier im Update. Was ich gemacht habe, ist hier meinen alten Schreibtisch wieder reinzubringen. Und ja, was ich hier genau treiben werde, weiß ich noch nicht genau, aber meine Überlegung ist, dass ich mir hier entweder eine kleine Bastelecke einrichte oder ja, oder sonst wie irgendwie den Tisch werde ich schon gebrauchen können. Ich habe außerdem hier mein altes PC-Soundsystem mitgebracht. Das Setup werde ich hier dann auch noch irgendwie einrichten. Ja, ansonsten habe ich hier auch meine Warhammer-Sachen mal wieder ausgekramt. Einige Gegenstände liegen hier in den Kisten seit bestimmt 3 Umzügen. Und ja, jetzt sind sie hier eingezogen. Ja, dann möchte ich mal ganz stolz hier mein Store-Display zeigen für die Kataloge. Und tatsächlich habe ich das bereits schon einsortiert und habe hier alte und teilweise sehr alte Lego-Kataloge einsortiert. Genau. Und ja, da freue ich mich. Das war in dieser Geschäftsauflösung, Teil davon, schön stabil aus Metall, ist ordentlich schwer, also ja, passt hier ganz nett rein und sobald das hier mal alles aufgeräumt ist, wird das dann auch ganz schön aussehen. Ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe hier die Tische endlich getauscht. Das hat mich schon länger gestört. Ich habe ja leider 2 Tische, die die graue Tischbeine bekommen haben. Das habe ich hier jetzt endlich mal umgestellt, sodass die Tische jetzt nach ganz hinten gerückt sind und hier eine schöne weiße Arkade sozusagen entstanden ist. Das gefällt mir ganz gut. Ja, dann kann man hier ganz gut sehen, das ist der große Store-Display, den wir am Wochenende hier reingerollt haben. Das Ding wiegt, ich will nicht lügen, aber bestimmt 80 Kilo. Und ist zum Glück auf Rollen gekommen, mit denen man das dann hier sehr komfortabel reinräumen konnte. Und ja, da bin ich total froh drüber. Das ist sicherlich eine Besonderheit hier in der Sammlung. Und das habe ich jetzt auch schon schön eingeräumt. Ja, ansonsten hier im Hintergrund laufen YouTube-Videos, beziehungsweise
Podcasts und was ich da mache, ist einfach ein bisschen Dudelei und um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Und ja, dazu höre ich mir alte Warhammer-Podcasts an. Ich habe hier unten außerdem meine gesamte White Dwarf-Sammlung einsortiert. Auch das war eine ganz schöne Aktion. Und einmal mehr wundere ich mich, es sieht so wenig aus, aber das war eine ganz schöne Schlepperei. Papier ist in der Konzentration einfach eine richtig schwere Angelegenheit. Und genau, also ich konnte mich noch nicht davon trennen. Deshalb jetzt hier erstmal die White Dwarf Sammlung. Außerdem habe ich hier meine alten Warhammer Armee Bücher und Kampagnenbücher einsortiert. Stört nicht und genug Platz ist ja auch außerdem. Ja, apropos Platz. Ich habe hier vorhin mal noch mal ein bisschen vermessen. Ich habe mir überlegt, dass ich die Billy Regalwand noch ein bisschen vergrößere, und zwar könnte ich mir hier sehr gut noch zwei weitere Billy-Regale vorstellen, auf der linken Seite und dasselbe auch auf der rechten Seite, da wo jetzt die, die Baseplates-Regale stehen, da kommen nochmal zwei Billy-Regale hin, und das wird dann auch genau mit der, mit dem Eingang zur Küche dann abschließen. Das wird also ganz gut passen. Das heißt, ich würde nochmal meine Regalfläche zwar nicht komplett verdoppeln, aber doch nochmal um 40, 50, 60, 70% vergrößern, und das ist dann tatsächlich auch eine schöne Angelegenheit. Dann habe ich hier wirklich genug Platz zum Stellen. Gut, soweit die Updates hier aus der Halle.